So, da sind wir bei Alice Madness Returns und ihr fragt euch zu Recht, warum ich anders klinge. Ja, während dieser Aufnahme, die ihr jetzt gerade seht, ist mein Headset abgekackt und ich habe es erst danach gemerkt. Deswegen muss ich jetzt zumindest einen kleinen Teil von der Aufnahme nachsynchronisieren, weil an einigen Stellen werdet ihr hören, da geht's noch. Und manchmal fängt es an zu rauschen und knacksen und was auch immer, keine Ahnung, was da falsch ist. Muss ich mich erstmal drum kümmern. Ich hatte mein altes zum Glück noch da, deswegen werde ich das jetzt damit fertig machen und in nächster Zeit wahrscheinlich auch die Aufnahmen damit machen. Ja, ich weiß, ist ein Rückschritt, aber ich kann momentan leider auch nichts ändern. Zumindest mal möchte ich weiter aufnehmen. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht beenden. Also sobald es im Prinzip nicht mehr rauscht, werde ich auf die normale Tonspur schneiden, die ich aufgenommen habe während dem Spielen. Ja. Wir sind in einem 2D-Level, wie auch schon die letzten Male. Also zweimal waren wir schon drin. Das scheint jetzt der letzte zu sein, wie es aussieht. Oder denke ich zumindest mal. Zumindest wurde es mir so gesagt, dass es der letzte sein soll. Hoffe ich einfach mal. Gucken wir mal. Dankeschön. Hä, was war das denn? Es ist wirklich langsam genug mit diesem Level, finde ich zumindest. Also ich würde gerne auch noch einen anderen Bereich sehen. Schauen wir einfach mal. Der magische Osten. Der lässt einen nicht mehr los, so sieht's aus. Und hey Leute, es ist so heiß. Es ist auch so heiß bei euch. Ich habe gefühlte 60 Grad in meinem Zimmer. Das Thermometer draußen ist, glaube ich, vorhin bei 50 stehen geblieben, weil es nicht weitergeht. Also wundert euch nicht, wenn ich heute ein wenig schwitzend klinge. Weil, verdammt nochmal, ich bin es. Oh Mann. Hier ist es so verdammt heiß. Was haben diese Pfirsiche zu sagen? Warum nehme ich sie immer mit? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Pfirsiche sind lecker, wie letztes Mal schon gesagt. Wir nehmen sie einfach mit. Kann ja nicht schaden. Da ist der Fisch wieder. Also, soweit ich gehört habe, ist es der letzte 2D-Level zumindest mal. Und danach müsste relativ bald das Levelende kommen. Das hat mir zumindest ein Kollege gesagt, der es auch schon gespielt hat. Ich vertraue ihm jetzt einfach mal. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich spiele es so oder so weiter, egal wie lange es geht. Was? Wow! Ernsthaft? Mach doch sowas nicht mit mir. Und sowas erst recht nicht. Oh Gott, okay, okay. Ich merke schon. Naja, okay. Jetzt habe ich mir jetzt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Aber es scheint ja doch ja, recht simpel zu lösen zu sein. Bleibst du stehen, du bleibst stehen. Dann gehen wir weiter aufs nächste. Lass mich raten. Ich mache mich klein und dann fährst du nach links. Wer hätte es gedacht? Welch Neuerung. Ja, genug. Ach komm. Voll die Birne angeschlagen. Okay, ich dachte, ich schaff's vielleicht noch ganz cool oben drüber in einem Sprung, aber vergeht. Oh, da ist ein Zahn. Ach, who the fuck cares wegen einem Zahn. Zähne habe ich eigentlich mittlerweile. 442, ja. Ich bin mir gerade nicht mehr. Fuck, okay. Ah, alles klar. Okay, die Plattform da drüben kommt runter. Sieht man die von hier auch? Ah, toll. Natürlich siehst du die nicht von hier. Geh runter! Nicht so weit runter! Oh, Alice. Was tust du mir an? Wir waren doch wohl nicht hier beim letzten. Jetzt komm. Oh, okay. Also pass auf, ich muss. Ich glaube, ich bin hier noch. Okay, die Position war gut. Mal sehen, was hier passiert. Schneelawine! Nein? Ah. Natürlich. Oh, nehme ich den noch mit. Und den nehmen wir auch noch mit. Hoppa, shit. Wie soll ich denn... What? Warte mal. Das hat irgendwas zu sagen. Also ganz ehrlich, ich bin hier... Hier muss doch irgendwo... Aha, siehst du? Das war fast klar, weil wenn da ein Zahn ist, die lassen mich ja wohl nicht in den Tod stürzen. Oder? Spicy Horse? Lässt ihr mich in den Tod stürzen? Ich meine ja. An und für sich. An und... Ach so. Okay, jetzt verstehe ich's. An und für sich, ja. Sehr gut. An und für sich ist es ja ein ganz netter Level hier, dieser 2D, aber ja, nach drei Stück ist auch genug. Hoch mit dir. Aber ich finde, die Namen der Trophäen sind super geil in dem Spiel. Oh nein, 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 uncool, uncool, uncool.
Oh shit, jetzt muss ich doch auch mal nicht warten, bis es wieder oben ist. Bitte sag mir, dass diese Oldschool-Taktik geht, aus dem Bildschirm laufen. Nein, es geht nicht. Muss ich vielleicht weiter aus dem Bildschirm raus? Nein. Ja, warte mal, wo wäre ich denn da eigentlich rausgekommen, sag mal? Kann ich da nochmal hoch, weil da lag noch ein Zahn. Wenn ich schon warten muss, dann will ich auch mal gucken, ob ich... Ach, scheiß doch die Wand an. Ah! Nein, scheiß nicht die Wand an. Alice, komm, spring. Ich fliege! Nein, ernsthaft, was machst du? Lass los. Oh. Mit dir kann man nicht diskutieren, meine Liebe. Mit dir kann man nicht diskutieren. Nö, bleibt sofort in der Luft hängen, sagt sich nur, wenn du mich so anmongst, dann gibt's halt gar nichts mehr. Oh nein! Oh, ihr Mistdinger, ey, ihr Mistdinger. Ja, super. Also ich finde, wenn sie im, also in 2D-Modus, warum auch immer, ist die Steuerung irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Die fühlt sich so ein bisschen klobig an, die gute Alice. Obwohl der rein optisch natürlich absolut nicht klobig ist. Zum Glück nicht. Oder scheint es gewesen zu sein. Aber, ich weiß nicht, diese 2D-Level, die Sprünge sind irgendwie ein bisschen zeitverzögert, habe ich das Gefühl. Das ist manchmal ein bisschen ganz komisch, gerade wenn man solchen Dingen ausweichen will. Ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, ob das bei den anderen zwei 2D-Parts davor auch so war. Wohl verkehrs, wir sind raus. Und ja, gucken wir mal, ob wir jetzt demnächst irgendwas finden, was uns weiterhelfen kann. Wo ich hin muss vielleicht mal. Vielleicht, wo ich Sinn darin sehe. What the f... kam das denn her? Hä? Es war wohl ein sehr schattiges Plätzchen, deswegen habe ich die Zähne nicht gesehen. Hm. Schon wieder die Verbindung zwischen Plätzchen und Zähne, wie letztes Mal Keks und Zähne, versteht ihr? Oh. Da ist was dahinter. So, es ist hier. Ist jetzt mal irgendwie gerade. Sind die Bitmaps abgefuckt oder soll das hier so aussehen? Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal weiter. Es sieht hier eh nicht gesund aus, zumindest der Himmel. Oh Gott, was würde ich für ein Gewitter bei uns geben? Okay, sieht aus wie so ein Tempelchen. Und wisst ihr, was das Gute ist? Ich sehe nicht mehr arg viel mehr, wo man nach höher gehen kann. Das ist gut, das ist sehr gut. Weil das heißt theoretisch, dass es jetzt hier demnächst aus sein sollte, mit diesem Bereich zumindest mal. Und wir auch ein bisschen was Neues sehen können. Ich meine, mysteriöse Osten, schön und gut, war ein netter Level, gefällt mir wirklich. Aber ja, sehr, sehr langwierig. Ich habe gerade leider gar nicht mehr im Kopf, wie viele Folgen jetzt ich schon in diesem mysteriösen Osten bin, aber... Holy shit! Bist du die Raupe? Habe ich dich gefunden, endlich? Ich habe es so weit geschafft, um ein Scheinbild vorzufinden? Wenn ich die Zeit hätte, würde ich dir aufzählen, wie oft du Illusionen der Realität vorgezogen hast. Wer nicht? Verdrängte Probleme existieren für dich nicht. Du leugnest die Realität. Das stimmt nicht. Ich weiß, was wahr ist. Meistens. Nein, und du gestattest anderen, dir vorzuschreiben, was nicht real ist. Komm jetzt rein. Wo? Ah, okay, dann da. Komm jetzt rein. Los jetzt. Keine Zeit. Ich muss rauchen. Kann ich... Nein, ich kann nicht steuern. Du bist voll eklig, Mann. In deinem Kokon. In deinem überdimensionalen Kokon, in dem du da drinnen hängst. Meine Erinnerungen sind zerschmettert. Dieser niederträchtige Zug hat fast alles zerstört. Und das Wunderland wird untergehen, weil ich den Verstand verliere. So viel hat sich verändert. Ich kann dem Wunderland nicht helfen, wenn ich mir nicht helfen kann. Vieles hat sich verändert. Bei dir ist es umgekehrt. Rette das Wunderland und du kannst dich selbst retten. Der Zimmermann hat es begriffen, aber er hat sich vor der Wirklichkeit versteckt. Dein Ziel ist es, sie zu akzeptieren. Wo soll ich denn hin? Was soll ich tun? Der Königin muss man gehorchen, Alice. Der Königin muss man in all ihren Gestalten stets gehorchen. Ja, und jetzt sagst du, dass du die Königin bist. Hast du recht, du bist die Königin. Sie sieht aus wie Piccolo von Dragon Ball. Verarsch mich nicht. So sieht's aus, wenn Piccolo und Predator bumst. Oh, du hast die Nase falsch. Ach so, du hängst kopfüber. Creepy Kerl. Kann ich dieses wachsende Unheil eindämmen oder mir bei der Suche helfen? Was weiß sie, dass ich nicht weiß? Sie ist jemand, den du einst gekannt und geliebt hast. Die Zeit verändert uns alle. Nicht jede Veränderung ist gut. Denk daran, wenn du die Königin findest.
Schmetterling! Und wir scheinen wieder zurück zu sein, wie das aussieht. Wir sind jetzt, wie es aussieht, wieder zurück in London. Wenn Welten aufeinander prallen, ja genau, jetzt müssten wir auf jeden Fall wieder zurück in der normalen Welt sein. Das ist so immer das Zeichen. Sobald die Trophy erscheint, ist es eigentlich meistens so, dass wir dann wieder im normalen Leben sind. Habe ich recht oder habe ich nicht recht? Ich kann mich natürlich auch voll blamieren. Nein, ich habe recht. Hey, du da. Das reicht jetzt. Was denn? Wirst wohl zum Dauergast, was, Alice? Was ist es diesmal, Fred? Hat vor der Old Lady rumgeheult. Irgendwas über den Mord in der Threadneedle Street. Insekten verwünscht. Und die Eisenbahn. Musste sie doch herbringen, oder? Tja, eine Bedrohung für sich selbst. Aber ganz sicher keine Gefahr für andere. Sie gehört nicht ins Zuchthaus. Wohl wahr, aber wohin gehört sie dann? Lass sie gehen, Fred. Schick sie zurück zu Dr. Bambi. Hat letztes Mal einen Riesenaufstand gemacht, als sie über Nacht hier war. Was war da? In derselben Nacht wurde Jack Splatter, diese Verschwendung von Mutterliebe, von dem Mermaid geschnappt, als er diesen Fettsack abgestochen hat. Ich habe Alice nach unten gebracht und wir haben zwei Bullen getroffen, die Jack zur Zelle geführt haben. Quatsch, den üblichen Mist, von wegen nichts gemacht und den falschen Typen erwischt. Als er Alice sieht, brüllt er, die Schlampe war's. Sie schreit zurück, du verdammter Hurensohn, du Blutegel, du Made, nimmst von anderer Leute Arbeit, etc. etc. Ich bewundere sie für ihre Ermittlungsarbeit. Da haut sie sich plötzlich den Kopf an oder so und kippt um. Kannst du doch nicht nach Hause schicken, oder? Naja. Und der Doktor hat einen Anfall bekommen? Sagt, er kriegt meinen Job und meinen Arsch auf dem Tablett. Hab ihm gesagt, das erste können er gerne haben. Das andere soll er in Ruhe lassen. Du kennst ja den Weg nach draußen. Tja, mittlerweile schon des Öfteren da gewesen, wie es aussieht, ja? Kommst du auch in jedem Scheiß in den Knast hier in London? Gut, wir sind zurück in der einigermaßen normalen Welt, sag ich mal. Wobei mir das Wunderland... Holy shit, war das eine große Ratte. Gott, die hat Probleme. Und warum siehst du aus wie der Kerl da vorne? Und wie wahrscheinlich noch 10 andere. Keine weiteren Fragen. Ich gehe jetzt einfach zu Dr. Bambi dann wahrscheinlich zurück, wie es aussieht. Und du bist ja wieder der Gleiche. Schau an. Sag ich doch. Oh, guck, da sitzt du wieder die Gleiche. Oh, Meets. Hi, Meets. Ist ja auch die letzten Male sehr gut gegangen, als wir der Meets gefolgt sind. What the fuck? Bei der ist auch so unglaublich heiß. Sie bricht auf mal. Oder was war das? Oh ja, jetzt sind wir wohl in Tim Burtons Haus. So wie diese schrägen Wände und Türen vermuten. Okay. What the fuck? Was bist du denn? Hallo? Brauchst du was? Brauchst du was? Das sind das Polizisten? Warte mal, das sind Polizisten. Okay. Okay. Herz. Komme ich jetzt zur Herzkönigin irgendwie? Schon? Hä? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Level der Herzkönigin das letzte sein wird, aber wie es auch. Also, ich kann mich auch irren, aber die Tür sah gerade extrem nach einem Herz aus, deswegen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass wir jetzt ins Schloss der Herzkönigin kommen und es vibriert schön, was passiert. Ja, okay. What the f... Und tschüss. Wir sehen uns im Wunderland, würde ich sagen. Yep, wir sehen uns im Wunderland, wie schon gesagt. Und ich sehe auch schon die Karten rumfliegen. Das sieht... Ziemlich sicher sind wir jetzt im Schloss der Herzkönigin. Sieht zumindest mal so aus. Ja, hier fliegen schon die Karten. Alles klar. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's, glaube ich, wirklich interessant hier im Schloss der Herzkönigin. Wobei, wir sind noch nicht im Schloss. Wir sind... Ja. Ah, schau an. Ein Kartenpuster. Kartenbrücke. So sieht's aus. Wir sind auf der Kartenbrücke. Das heißt, hinter uns gelassen und ich höre schon wieder eine Schnauze. Bist du unsichtbar? Oh ja, aber sowas von. Aber sowas von unsichtbar bist du. Okay, bewegen die Karten. Das freut mich.
Beim nächsten Mal schauen wir, ob wir die Kartenbrücke überqueren können und die, ja, was dahinter ist. Das wäre noch gut zu wissen. Bis dahin, haut rein!